willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast. Christoph. Fein, das ist Jack. Nach draußen. Der will nach draußen, glaube ich. Nee, der muss doch erstmal gucken, wie das mit dem Bild war. Ich esse gerade Vanillaschnecken. Lecker. Okay. Hochinteressant. Mhm. Ja, ja. Ne? Ich hasse Bilder. Achso, das war alles, was er dazu zu sagen hatte. Verstehe. Wahrscheinlich muss er jetzt wieder mit seinem Boss telefonieren. Oder er guckt sich... Kann er sich das alles angucken? Nee. Er hasst Kunst, deswegen guckt er nicht mal hin. So. Das hat jetzt die Kunst davon. Ich hasse Kunst. Beim interessanten Bild hat er zumindest... Mhm. Guck mal, die Ent... So, immer also, wenn man sieht, dass die Zeit sich ändert, Chief, Waffen, hier ist Jack. Ne? Ja. So, schön, dass ich von Ihnen mal etwas höre, Jack. Lesen Sie Zeitung? Ja, Chief, deshalb melde ich mich. Mhm. Was ist das für eine Sauerei? Der gottverdammte Premierminister von Großbritannien ist tot. In London. Als wäre das jetzt und unsere wer Schuld. Hat keine Ergebnisse? Wer hat nicht mal Hinweise ermittelt? Wer ist statt in London im gottverdammten Paris? Das ist eine geschlagene Woche lang nicht. Sie, Jack. Sie. Chief, lassen Sie mich. Ich nein, lasse nein. Sie überhaupt nichts mehr, Jack. Chief, ich lag im Krankenhaus. Ich bin zusammengeschlagen worden. Oh je, ich war 3 Tage bewusstlos und lag danach noch 2 Tage auf der Intensiv. So. Wie ist das passiert? Tja, wie sowas eben passiert. Ich bin einfach an den Falschen geraten. Ach, an so ein Türsteher. Hm. Nicht mal ein Verdächtiger? Nee. Nein, Sir. Aber jetzt geht's Ihnen offenbar wieder besser. Schön. Sie sind hiermit abgezogen. Fraser ersetzt Sie. What? Chief, bitte hören Sie erst zu. Ich habe Ihnen von diesem Trio erzählt. Sie waren hier und sind vermutlich jetzt wieder in London. Ich bin sicher, dass die drei irgendwas mit diesen Todesfällen zu tun haben. Eigentlich lassen Sie nicht. Mich zurück nach London fahren und den Sack zumachen. Oder ich kenne den Zusammenhang nicht. Ich habe keine Ahnung, woran Sie da ermitteln, Jack, aber eines weiß ich. Sie hören jetzt damit auf. Sie fahren jetzt nach London und da übergeben Sie Fraser Ihre Akten. Fraser ist ein Idiot. Das mag sein. Hat er nicht gesagt. Aber wenigstens ist er ein effizienter Idiot. Nicht so wie Sie. Ineffizienter Idiot. In 24 Stunden ist er am Flughafen. Na gut. Also gut. Tun Sie mir einen letzten Gefallen? Was denn noch? Schicken Sie mir weiter die Handydaten von diesem Mansforth. Wenn sie es glücklich macht. Und jetzt bewegen Sie Ihren Hintern nach London. Ja, ja. Fangen Sie unterwegs bloß keinen Streit an. Ich will sofort wissen, wenn Sie da sind. Ja, Chief. In Ordnung. Ja. Na, großartig. Du musst erst auflegen, bevor... Naja, gut. Da, dieses Arschloch. Dieser Idiot, Vollidiot. Auf Wiederhören. Genau. Ja, dann fahr mal los. Los, Mann. Moment. Ich muss noch telefonieren. Ach ja? Telefonieren. Ach so, der muss noch hier, Dings... Bellico. Aha. Hallo, Jack. Sagen Sie mal, wo stecken Sie? Tja. In Paris. Was zum Teufel machen Sie denn in Paris? Tja. Lesen Sie Zeitung? Ja. Was gibt's denn, Jordan? Die Untersuchungsergebnisse sind da. Oh. Ja. Und? Schießen Sie los. Los. Tja, Jack. Leider nichts Spektakuläres, wie ich erwartet hatte. Alles, was die Jungs gefunden haben, sind ein paar winzige Reste von Polyvinylalkohol. Weniger als ein Stecknadelkopf groß. Polyvinylalkohol? Was ist das für ein Zeug? Das ist ein wasserlöslicher Kunststoff. Wird für Folien verwendet. Wahrscheinlich sind es Reste des Verpackungsmaterials. Das Bild ist ja kurz vorher transportiert worden. Mehr haben Sie als nicht? Poster. Tut mir leid. Wir haben jetzt auch wichtigere Sachen zu tun, wie Sie sich vorstellen können. Und Sie bestimmt auch. Ich werde in 24 Stunden von einem Kollegen abgelöst. Na dann. Tja, ich dachte mir sowas. Vielleicht ist es besser. Ja, vielleicht. Ich komme jetzt zurück nach London. Wir sehen uns dann noch. In Ordnung. Naja. Also dann. Also dann. Tja. Was macht er bloß mit seinem Leben? Können wir jetzt losfahren? Losfahren. Los. Du. Ah, okay. Jetzt kommt die Übergabe. Bei den Chips. Okay.
Bring's hinter dich. Und mach nicht so lange. Ah, da ist er wieder. Voll unauffällig. Da immer das Verdächtigte im ganzen Spiel. Ja. Wahnsinn. Da kannst du es mit dem Riesenrad auch gleich sein lassen. Ja, einfach jetzt. Wieso gehen die da hin? Und? Nochmal verdächtig. Ja, nochmal verdächtig. Ich sehe mich das hier kurz an. Test. Test, 1, 2. Ich höre dich laut und deutlich. Okay. Okay. Ich stehe auch nur 3 Meter entfernt. So. Ich freue mich. Aber Sie sehen betrübt aus. Leicht nicht mehr. Ja? Kommen Sie schon. Bringen wir es hinter uns. Gib dir schon Sugar. Schweigt. Ist ja eine Bombenstimmung bei euch. Wenn es Probleme gibt, sag mir sofort Bescheid. Psst. Sie sind sehr pünktlich. Oha. Danke. Hatten Sie eine angenehme Zeit in Paris? Ich schätze schon. Eine schöne Stadt, nicht wahr? Mhm. Die Stadt der Liebe. Sagt man nicht so bei Ihnen? Und wie ich sehe, haben Sie mir auch ein Souvenir mitgebracht. Darf ich? Einen Augenblick noch. Der baut Stimmung auf. Mr. Odila, ich hätte da ein paar Fragen an Sie. Natürlich haben Sie die. Ich wäre überrascht, wenn Sie keine hätten. Premierminister Brown ist gestern umgekommen. Ja, davon habe ich gelesen. Bedauerlich. Er hatte 4 Kinder und eine wunderschöne Frau. Er hatte auch ein Bild an das London Modern ausgeliehen. Das Bild, das Sie jetzt haben. Auch Minister Henston hatte ein Bild ausgeliehen. Ah, so ist die Verbindung. Ja, das ist wirklich ein kurioser Zufall. Allerdings. Aber frage ich mich, ob es richtig wäre, Ihnen dieses Bild zu geben. Ja, ob es richtig wäre, das ist eine interessante Frage. Und wieso muss Sie man die Premierministerin wegen der Bilder umgehen? Sie nicht. Haben Ihr Leben das der Idee gewidmet, das Richtige zu tun. Das ist Ihr Versprechen gegenüber sich selbst. Tun Sie gerade das Richtige, Mrs. Hope? Ich tue, was notwendig ist. Dann haben wir die gleichen Motive. Das glaube ich kaum. Mr. Odila, wir arbeiten nicht mehr für Sie. Wir arbeiten überhaupt nicht mehr. Was immer es ist, das Sie da tun, es ist weder richtig noch notwendig. Es ist nur widerlich. Sie haben vollkommen recht, Mrs. Hope. Sie arbeiten nicht mehr für mich. Sie arbeiten überhaupt nicht mehr. In ihrer kleinen, naiven Revoluzzertruppe ist nur eine einzige Ressource von Wert für uns. Und wer ist das Ihrer Meinung nach? Jedenfalls nicht Sie, Mrs. Hope. Mein Land benötigt Ihre Dienste nicht mehr. Sie haben heute Ihren letzten Tag. Das ist doch unnötig jetzt. Ja, nicht, dass Sie rausgekommen sind. Ja. Catherine? Hallo? Was? Bip, bip, bup, bup. Riesenrad, roll weg! Ah, nur er. Ja. Sie ist ja. Sie wusste es. Sie ist mit Sekundenkleber an der Gondel festgeklebt. Und jetzt springt sie, oder wie? Muss jetzt natürlich noch eine Action-Szene geben, die sinnfrei auch immer. Wo hat sie jetzt da die... Oh nein! Mike, pass auf! Huch! Ah, für irgendwas ist Jack doch dann ganz gut. Ei! Ei, Hexenschuss! Hui! Tja. Das war ja... Robert! Oh nein! Mein Gott! Was war denn das jetzt? Der Typ wollte uns umbringen. Ich fass es nicht. Robert ist weg. Oh shit! Hier hat's einen Kampf gegeben. Guck dir mal das Chaos an. Das darf nicht wahr sein. Diese Dreckskerle. Meinst du, er ist tot? Sag sowas nicht! Du hast doch gehört, was Odila gesagt hat. Sie brauchen ihn. Vielleicht ist er verhaftet worden. Sie haben ihn entführt. Wir müssen sofort hier weg, Catherine. Hier steht in 5 Minuten entweder dieser Odila in der Tür oder die Polizei. Da ist was dran. Ganz ruhig, Herrschaften. Ich bin etwas nervös jetzt. Oh nein.
Man trifft sich immer zweimal. Ihr kennt euch, oder wie? Das ist der Typ vom Anleger beim Museum. Genau genommen ist es der Typ von der Polizei. Und er hat ein paar Fragen. Ein paar Dutzend Fragen sogar. Ihr seid vorläufig festgenommen, alle beide. Wie lautet der Vorwurf? Naja, fangen wir mal an mit Einbruch. Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion, Fälschung von amtlichen Kennzeichen, Betrug und Irreführung der Behörden. Und dann schauen wir mal, ob wir nicht noch Beihilfe zum Mord oder sogar Mord mit draufpacken können. Ich belehre euch jetzt über eure Rechte. Ihr habt das Recht zu schweigen? Das hat jeder außer er. Ja. Du auch. Das nenne ich Timing. Hey, alles in Ordnung mit euch? Das sollten wir eher dich fragen. Da. Schweigt. Schweigt. Ich meine, das ist sexuelle Spannung. Schweigt. Oh, liebe Güte. Jetzt mach schon das Maul auf. Wo kommst du jetzt her? Wo warst du? Wo ist das Geld? Hör zu, Leute. Du Armleuchter. Du hast uns an die Polizei verpfiffen. Nein, hab ich nicht. Nein. Natürlich hast du. Du hast uns an diesen Bullen hier verraten. Nein. Und dafür haben sie dir freies Geleit gegeben. Nein! Was dann? Du hast uns einfach nur beklaut, ja? Und dich aus dem Staub gemacht, bevor es gefährlich werden konnte. Leute, wir müssen hier weg. Sofort! Wir? Es gibt kein Wir mehr. Du Vollidiot. Du bist ein Verräter. Ich hab die Schnauze voll von dir. Ist das auch deine Meinung, Catherine? Du hast genug Schaden angerichtet. Geh dahin, wo du hin wolltest. Hier braucht dich niemand mehr. Doch. Ihr braucht mich. Und McBride braucht uns. Ich weiß, dass ich Mist gebaut habe. Ach was. Auf die Geschichte bin ich gespannt. Mike, Catherine, lasst uns abhauen. Jetzt. Wir müssen zum Flughafen. Sofort. Ohne mich. Wir haben doch nicht mal mehr ein Auto, du Idiot. Wir können nicht zurück zum Landenei. Wir können nirgendwo hin. Lasst uns den Wagen von dem Bullen nehmen. Ah. Kommt jetzt, los. Nehmen wir einfach einen Bus. Ja, nee. Dann stellen wir einfach einen Wagen. Ach so, und sie bleibt jetzt da, oder wie? Wir gucken uns noch. Hier hat ein Kampf stattgefunden. Ach, echt? Was? Boah, Blitzmerker. Ah, wir untersuchen den vielleicht nochmal. Wo genau untersuchen wir den? Ja. Oh, der hat eine zweite Waffe hier. Oh. Was haben wir denn da? Und sie ist geladen. Ja, was haben wir denn da? Ah, den Van-Schlüssel. Ja, der wird vielleicht hilfreich. Das sieht schlimm aus. Ja. Ich merke gerade im Inventar, dass wir ja in Flugzeugen mit der Bohrmaschine zurückkommen. Ja, ist doch super. Ich meine, ne? Ryanair, mach es möglich. Richtig. So, also. Ab in den Wagen. Wir haben das Bild nicht mal ausgeliefert. Wir haben gar nichts gemacht. So, Bernie, dann schieß mal los. Okay. Hör zu. Ich bin da in was ganz Mieses. Sie haben im Auto gar nichts gesprochen. Nö. Ich hab ein paar Geschäfte nebenbei gemacht mit diesem Mr. Odila. Ah, nebenbei. Geschäft. Und was für Geschäfte waren das? Odila ist ein Odila. Er wollte Zugang zu Roberts Atelier. Einen Nachschlüssel. Und den hast du ihm besorgt? Das kann nicht dein Ernst sein. Er hat mir versprochen, dafür meine Schulden zu übernehmen. Er wusste alles über mich. Alles. Schulden? Bei wem hattest du Schulden? Bei euch. Was soll das heißen, bei uns? Warte. Du hast das Geld verspielt? Ja. Ich wusste es. Von wegen, ich muss mal in die Stadt. Was bist du nur für eine arme Sau, Mann? Es tut mir leid. Ich schwöre euch, ich wollte das Geld gar nicht ausgeben. Ich wollte es nur verdoppeln. Und den Gewinn behalten. Schweigt! Was wollte Odila mit dem Schlüssel? Er hat's mir nicht gesagt. Aber er hat mir versichert, Robert passiert nichts. Und er wird's gar nicht merken. Ich dachte, es ginge irgendwie um Roberts Arbeiten. Er hat ja eine Menge hervorragender Kopien herumstehen. Ich dachte, vielleicht wollen sie eine davon. Na, großartig. Und heute Morgen hast du dann gemerkt, dass alles auffliegen wird. Und da bist du einfach abgehauen. Schweig. Oh, mit unserem Geld. Habe ich nie einen Penny gesehen. Er hat uns reingelegt. Uns alle. Wer hätte das gedacht? Mir kommen die Tränen. Und? Warum bist du zurückgekommen? Tja. Ich habe Catherines Anruf gehört. Ich war schon am Flughafen. Aber ich konnte es einfach nicht. Ach, nicht auf einmal. Catherine. Ja. Auf einmal. Es tut mir leid. Nicht. Schweigt. Nicht. Schweigt. Oh. Soll ich gehen? Von
mir aus hättest du gleich wegbleiben können. Ach, hey. Nein, du bleibst. Robert ist entführt worden und das verdankt er dir. Du hast jetzt noch mehr Schulden. Du schuldest uns, ihn da wieder rauszuholen. Das weiß ich. Das schulde ich mir selbst. Ach, mit dem Vollidioten gehe ich nirgendwo hin. Dieser Kopf, mein Gott. Haben wir den auch dir zu verdanken? Hast du mit dem auch Geschäfte gemacht? Nein. Und wer soll das glauben? Es ist die Wahrheit. Mehr kann ich nicht sagen. Mike, kannst du mal bitte die ganzen Unterlagen durchgehen, die der Schnüffler hinten in seinem Auto hat? Wenn er gegen uns ermittelt hat, dann hat er vielleicht auch eine Spur, die uns zu Robert führt. Die Sache mit Bernard? Die bleibt jetzt einfach so im Raum stehen, oder was? Was willst du jetzt machen? Wir brauchen ja, alle Informationen über diesen Diktator, die wir bekommen können. Jetzt. Komm schon, Mike. Gott, weißt du, das sind die Leute, die problemorientiert sind. Aber glaub nicht, dass die Sache damit für mich aus der Welt ist. Das ist ein Unterschied. Vollidiot. Das ist der Unterschied zum Erfolg oder Misserfolg. So. Seht mal hier, Henson und Brown haben sich beide besonders hervorgetan bei den Wirtschaftssanktionen gegen Suriname. Browns Stimme im Sicherheitsrat hat einen direkten Ausschlag für die Blockade gegeben. Und Henson hat maßgeblich die Kontrabewegung im Bürgerkrieg unterstützt. Diktator Inengi musste fliehen. Ein bisschen Licht rein. Präsident einer Exilregierung auf einem Mini-Island mitten im Pazifik. Da steht, er hat den westlichen Führern, die ihn aus seinem Land vertrieben haben, einen schmerzhaften Tod versprochen. Hier. Diesen Diplomatenpass habe ich bei Odila gefunden. Provisorische Republik Surinava. Dahin werden sie Robert bringen. Das klingt wo genau sehr liegt diese Insel? Nirgendwo. In der Nähe der Gesellschaftsinsel. Wie beenden wir denn das spezifischen Ozean? Die haben nicht mal einen Flughafen. Die gehen alle nach Surinava. Du hast eine halbe Stunde. Und besorg uns eine möglichst genaue Karte. Wir haben kein Geld, Catherine. Doch, Geld haben wir. Nicht wahr, Burner? 5 Millionen oder sowas. Ich sehe, was ich machen kann. Wir haben zu viel Geld, um noch rumzufliegen. Der nächste Flughafen ist auf Tahiti. Von da aus geht es nur noch mit Schiffen und Booten weiter. Cool. Eine Karte der Insel habe ich auch gefunden. Ziemlich gut gesichert. Dieser Elengi ist ganz schön paranoid. Wann geht denn der nächste Flug? Wenn wir uns beeilen, schaffen wir noch den Check-in für die Nachtmaschine. Aha. In 10 Minuten. Oh. Ach du Schande. Packt nur das Nötigste zusammen. Den Rest müssen wir vor Ort neu kaufen. Geld ja, genug. Wie willst du jetzt packen in 10 Minuten? Bloß den Mund. Und wenn wir da sind, was ist der Plan? Für einen Plan fehlt uns die Zeit, Mike. Wenn dieser Kopf wieder aufwacht, wir können eine Maschine planen, ne? Wir fliegen von rüber. US nach Haiti. Ich schiffe mich als Touristin ein und suche nach Robert. Ihr bleibt inzwischen auf Tahiti und macht den Plan. Das klingt super. Wir haben keine Wahl. Wir müssen jetzt improvisieren. Kommt. Ja, Tahiti ist mir ein Begriff, aber Suriname. Also ich kenne Haiti und ich kenne Tahiti Suriname. Ja, aber Tahiti gibt es tatsächlich auch. Okay. Kultur. Kultur. Und vielleicht gibt es auch Suriname. Da wären wir. Ein echtes Paradies. Mit Wellblechhütten. Gut. Nein. Erstmal telefonieren. Jungs? Die Vögel oben haben ganz viel Gegenwind. Ich muss eine Weile ausschalten. Ich melde wir mich hören auch nicht auf. Okay, pass auf dich auf. Fliegen. Am Strand. Wieso ist das eine was ist eine provisorische Republik? Sieht vielleicht romantisch aus. Eine Übergangsrepublik. Aber es sind Slums. Oh Mann. Ja. Lass uns mal ein Land gründen. Mhm. Wie wollen wir das nennen? Kokosnüsse. Und du? Bananen. Ich glaube, ich muss erst provisorisch mit dem Zwiebeln nehmen. Der guckt schon so komisch. Das ist die provisorische Republik. Und der guckt schon komisch hier. Autobahn. Aha, das sieht übel aus. Okay, cool. Das haben wir schon geguckt. Gehen wir mal hier. Halt, Einreisekontrolle. Ihren Ausweis bitte. Hi, Officer. Wow, das ist ja wirklich traumhaft hier. Ihren Ausweis bitte, Madam. Schon gut. Danke. Catherine Tracy Hope? Steht vor Ihnen. Sie dürfen mich Tracy nennen. Taschen ausleeren. Oh, ich habe nicht viel bei mir. Nur mein Handy, den Ausweis und ein bisschen Bargeld. Ich mache nur einen Abstecher hierüber, wissen Sie? Eigentlich wohne ich auf Tahiti. Sie reisen allein? Ja, natürlich. Wie lange bleiben Sie? Naja, vielleicht 2-3 Tage. Je nachdem, wie gut es mir gefällt. Sind ja hoffentlich nicht alle Leute hier so unfreundlich wie Sie. Madam, Sie sind Staatsbürgerin von Großbritannien. Sie sind sich im Klaren über die diplomatische Situation zwischen meinem und Ihrem Land? Um ehrlich zu sein, nicht so richtig. Wieso? Gibt's ein Problem?
Großbritannien ist ein Feindstaat. Besuche seiner Staatsbürger sind unerwünscht. Unser Präsident, Raila Elengi, ist ein gütiger Mann. Er gestattet Aufenthalte von Zivilisten aus westlichen Ländern für maximal 3 Tage. Wenn sie bis dahin unser Territorium nicht verlassen haben, kommen sie in Abschiebehaft. Sie dürfen sich nach der Ausgangssperre nicht mehr auf der Insel bewegen. Fotografieren und Filmen ist untersagt. Bei Zuwiderhandlungen droht ihnen... Abschiebehaft? Ich sehe, wir verstehen uns. Haben Sie Fragen? Nein. Aber das ist ganz gut, wenn man die Rückreise noch nicht gebucht hat. Ja. Dann lässt man sich abschieben. Ja, und hat wieder Kosten gespart, ne? Muss man nicht viel zahlen. Da hat man sogar noch Unterkunft im Gefängnis. Benzin. Das könnte leicht in die Luft fliegen. Win-win-Situation. Ja. Nicht? Vielleicht findet man die wahre Liebe in der Zelle. Das ist schon düster. Mehrmals. Mehrmals. Hi. Die Zapfsäule steht ziemlich nah am Wachturm. Ah, das sagt uns bestimmt irgendwie was. Hm? Können wir hochklettern? Nee. Na gut. Und ja alles in Brand stecken. Bis zum Rand voll mit Benzin. Okay. Gut, fein. Okay. Zapfsäulen haben wir schon. Gut. Fein. Dann gehen wir mal hier rum. Jetzt machen wir Urlaub. Wie schön. Beach. Center. Zum Strand ist es nur ein Katzensprung. Ja. Ah, da ist so einer. Schlapp. Gucken. Das ist die andere Seite, wo wir nicht rein. Das wird kein Spaziergang. Hallo. Gehen wir einfach durch. Ja. In jeder Ecke ein Soldat. Den interessiert das irgendwie. Ich gehe ihm lieber aus dem Weg. Ha. Ach, wir gehen da einfach durch. Ah. Ja, nee, ist klar. Öffnen. Genau. Der macht nichts. Na, dann kannst du es mit der Wache auch sein lassen. Das ist verschlossen. Das kann ich vergessen, solange der Soldat da steht. Ja. Treten Sie zurück. Ja, ja. Ich mache doch gar nichts. Treten Sie zurück oder ich muss Sie festnehmen. Okay, okay, kein Problem. Normalerweise wirst du über den Haufen geschossen. Wem gehört denn das Anwesen? Okay. Ja, sieht ja mächtig imposant aus. Schweigt. Sie sind nicht besonders gesprächig, oder? Dann wirst du durch Schweigen mürbe gemacht. Ich gehe dann mal wieder. Ja, ja. Aber mit dem Reden kannst du nicht, ne? Da ist kein Durchkommen. Ha. Ah, eine hübsche Villa. Und eine Überwachungskamera. Wie in London. Alles rund um die Uhr überwacht. Ja, der Busch wird überwacht. Ja, guck mal hier, das Wetter ist ähnlich wie in London und alles ist so die Vegetation wie in London. Ist so wie in London und so, und nun? Jetzt geht sie einfach weiter. Ach nee, sie muss telefonieren. Voll unauffällig. Mike? Hier. Du lebst noch, ja? Das wird kein Spaß hier. Echt? Ich hatte gerade mein erstes Polizeiverhör. Was wollten Sie? Einreiseformalitäten. Als Engländerin ist man hier nicht gerade Ehrengast. Das war zu erwarten. Haben Sie was gemerkt? Nein. Alles in Ordnung bis jetzt. Ich kann nur hoffen, dass ich diesen Odila hier nicht treffe. Die Insel ist wirklich winzig. Sie werden nicht damit rechnen, dass wir zu Ihnen kommen. Ich sehe mich jetzt mal ein bisschen um. Ich melde mich später, okay? Okay. Sie haben nur so wegen moralischer Unterstützung angerufen. Ja, ja, richtig. Oh nein, der erste Tag ist fast um. Oh nein, was haben wir denn die ganze Zeit da auf der Straße gemacht? Unheimlich. Und dann dieser Benzingestank. Oh nein. So, und die Idee ist Explosion, damit alle verwirrt. Hey, sie da, junge Frau. Was denn? Was machen Sie jetzt noch auf der Straße? Ist schon Ausgangssperre? In 20 Minuten. Ach. Haben Sie eine Unterkunft? Ich schlafe heute Nacht am Strand, wenn das erlaubt ist. Ist es nicht. Ist es nicht. Ausgangssperre heißt, Sie haben sich im Haus aufzuhalten. Wenn Sie keine Unterkunft haben, lasse ich Sie einsperren. Natürlich. Oh, verstehe. Wo könnte ich denn auf die Schnelle noch unterkommen? Die meisten Fische haben Gästezimmer. Ach. Ich rate Ihnen, sich jetzt gleich darum zu kümmern. Hallo. Guten Abend, Hauptmann. Ich kümmere mich um die kleine Frau. Ausländischen Fräulein. Sie hat keine Unterkunft. Um Gottes Willen, dann müssen wir dem armen Ding helfen. Oh. Ich kann nicht zulassen, dass eine so zauberhafte Person in ihrer grauenvollen Polizeistation nächtigt, Hauptmann. Oha. Vielen Dank, aber ich kümmere mich schon darum. Nee. Wenn ich es noch schaffe bis zur Ausgangssperre. Oh ja, die Ausgangssperre. Oh, ja.
Sie dürfen dem guten Hauptmann Pakele das nicht verübeln. Er nimmt es damit sehr genau. Mhm. Pakele, seien Sie kein Unmensch. Geben Sie dem Mädchen noch ein bisschen Zeit, hm? Voll der Zuhälter-Typ. Gute Nacht, Hauptmann. Genau. Gute Nacht, junge Frau. Ja. Vielleicht sehen wir uns ja noch einmal wieder. Er vergewaltigt uns gleich, bestimmt. Man kann sich hier kaum verfehlen. Und danke, Mr. Logos. Er ist nett. Aha. Wer ist das? Sehen Sie jetzt zu, dass Sie sich eine Unterkunft besorgen. Ja, ja. Ich gehe mal wieder zum Strand. Ach, der Typ sitzt da immer noch. Ja, der darf wir das. Den mal. Ja. Der ist harmlos. Was? Ja, das ist so nicht so creepy wie der andere. Naja. Hi. Hi. Sprechen Sie meine Sprache? Ja, ein bisschen. Sie sind aus England, kleines Fräulein. Genau. Das hören Wieso Sie aus? Wollen die uns immer so runterkriegen? Wir sind eine starke Selbstbewusstsein. Nur weil wir uns Slip durch die Hose rausgucken lassen, heißt das nicht, dass wir gleich eine Militärbasis, oder? Ja, Alfred. Was hatten Sie da gemacht? Oh, ich habe geholfen, die Uferzonen zu verminen. Ah, was Nützliches. Das ist aber ein ziemlich gefährlicher Job. Ach, man gewöhnt sich daran. Es sind mehr Kollegen an Seeigeln gestorben als an Minen. Natürlich, wenn man drauftritt, ist beides unangenehm. Ja. Wie sind Sie an den Job gekommen? Ich bin Fischer und die Fischer kennen die Gewässer hier. Okay. Man weiß Bescheid über die Fahrrinnen und die Untiefen. Man sieht an der Farbe des Wassers, ob ein Weg schiffbar ist oder nicht. Okay. Also weiß man auch, welchen Weg ein fremdes Boot nehmen würde. Und dahin legt man die Minen. Die Amerikaner wussten das. Deshalb haben sie viele Fischer rekrutiert. Im Umkreis von Hunderten von Meilen um ihre Insel herum. Und das durften sie einfach so machen? Natürlich. Damals war diese Insel noch frei. Wir konnten hingehen, wo wir wollten. Damals. Und jetzt? Sie dürfen hier nicht mehr weg? Es kommen nicht mehr viele Leute hierher. Und noch weniger kommen wieder weg. Als Elengi die Insel übernahm, hat er als erstes die Gewässer vermint. Ah, ja. Aber das könnte jemanden wie Sie doch nicht aufhalten. Nein, natürlich nicht. Das verstehe ich nicht. Wieso bleiben Sie dann? Wollen Sie denn nicht weg? Aber nein, auf keinen Fall. Diese Insel ist meine Heimat. Aber Sie sagten doch eben... Sehen Sie, Kind, man ist nicht frei, wenn man aus seiner Heimat fliehen muss. Man ist frei, wenn man gehen kann. Und auch zurückkehren. Okay. Erzählen Sie mir von Elengi. Sehen Sie sich um. Sehen Sie sich die Minen an, die Wachtürme, die Soldaten. All das erzählt Ihnen von Elengi. Okay. Wie hat er diese Insel denn übernommen? Hat sich niemand gewehrt? Doch, natürlich. Die Jungen und die Mutigen, sie haben gekämpft. Und so sind wir eine Insel der Alten und der Feiglinge geworden. Sie meinen, sie sind natürlich alle... Elengi ist ein kultivierter Mann. Ach, so er hat ihnen allen die Borsche aufschlitzen lassen und mit dem Blut hat er Bilder gemalt. Ach, das versteht man unter Kunst, Kultur, wissen ja. Sie? Er hat was getan? Ja. Das ist nicht wahr. In seinem Palast hat er eine Galerie mit rostroten Wänden. Er ist ein sehr kultivierter Mann. Er ist ein Monstrum. Erzählen Sie mir mehr von Elengi. Ich kann Ihnen eine Geschichte erzählen. Oh, eine gute Nachtgeschichte. Vor 4 Jahren habe ich einen Fisch gefangen. Einen Hai. Es war ein sehr schwaches Tier, schon kraftlos. Ein leichter Fang. Ich trennte die Flossen ab und verkaufte sie an einen Touristen. Als ich den Hai ausweidete, fand ich in seinem Magen einen kleinen, giftigen Fisch. Der Tourist wurde todkrank. Oh. Ich saß im Hospital an seinem Bett. Ich wusste, er würde es nicht überleben. Ups. Dann kam Elengi ins Hospital. Er hatte von dem Fall gehört. Er sah sich den Todeskampf an. Die ganze Nacht. Hi. Und als der Mann am Morgen tot war, sagte er, so sterben die scheinbar Starken durch die scheinbar Schwachen. Den toten Briten hat er malen lassen. Hi. Das Bild hängt in seinem Palast. Das ist ja krass. What the fuck? Schon stört so ein bisschen, ne? Und fahren Sie auch jetzt noch zum Fischen raus? Ja, sicher. Jeden Morgen, eine Stunde vor Sonnenaufgang. Könnte ich mal mitfahren? Nein, kleines Fräulein, das wird nicht gehen. Warum denn nicht? Ich kenne den Weg durch die Minen. Wenn auch Sie ihn kennen, wird man uns beide dafür hinrichten. Ach, wie schön. Oh, ich verstehe. Das ist allerdings ein Argument. Hören Sie, Alfred, ich habe da noch eine Frage. Ich brauche eine Übernachtung. Ist mir ein bisschen unangenehm. Sie brauchen einen Platz zum Schlafen, zwar.
Es ist gleich Ausgangssperre und hier am Strand können Sie nicht bleiben. Ich habe ein warmes Bettchen für dich, genau. Junges Fräulein. Vielleicht wissen Sie jemanden? Sie können bei mir. Das ist wirklich nett. Ich bezahle das natürlich. Warten Sie, ich gebe Ihnen... Behalten Sie Ihr Geld. Geben Sie es lieber für einen guten Zweck aus. Ich denke, das kann ich versprechen. Wir müssen gehen. Nur noch einen Moment. Ich muss noch mal kurz telefonieren. Dann gehe ich schon vor. Das dritte Haus rechts in der Gasse. Das musst du am Strand machen. Das finde ich. Und dann müssen Sie weitererzählen. Das gibt's dann im Fall. Ja, klar. Dann mach mal. Hier neben der Mine. Okay. Ja. Da ist Sicherheit. Mike, bist du da? Yep, wir sind hier. Wir versuchen ein Boot aufzutreiben. Gar nicht so einfach. Mit den Nussschalen, die wir bis jetzt gesehen haben, kommen wir nicht mal bis zur letzten Boje. Wie läuft's bei dir? Hast du schon was rausbekommen? Mike, dieser Elengi ist ein Irrer. Ich habe mit einem Fischer gesprochen. Der hat mir echte Horrorstories erzählt. Die See um die Insel ist komplett vermint. Da werdet ihr nicht so leicht durchkommen. Das klingt nicht gut. Nee, weißt das du, klingt was nicht so gut. Sind? Noch nicht. Ich versuche, das rauszubekommen. Mike? Ja? Mir ist das hier alles ein bisschen unheimlich. Ein bisschen. Die Insel sieht aus wie ein Paradies. Nee. Aber das Regime ist die Hölle. Meinst du denn, McBride lebt überhaupt noch? Ich bin nicht mehr so sicher. Willst du wieder abhauen? So schnell kann ich nicht aufgeben. Das ist deine Entscheidung. Nein. Nein. Es geht darum, das Richtige zu tun, oder? Tja, wer von uns weiß schon, was das ist. Wie geht's dir mit Bernard? Wie soll's gehen? Wir reden nicht viel. Mike, du musst ihm jetzt... Ich muss gar nichts. Er ist ein Schwein. Gott. Hör auf damit. Wie soll sich irgendwas auf der Welt ändern, wenn nicht mal wir drei klarkommen? Wie soll sich irgendwas auf der Welt ändern, wenn einer von uns dreien die Welt so lassen will, wie sie ist? Ach, er hat einen Fehler gemacht, Mike. Ja, sicher. Vielleicht hat dieser Elengi ja auch nur einen Fehler. Ach komm, das Fehler kannst du gemacht. Wohl kaum vergleichen. Es ist nicht dasselbe. Ja. Und das weißt du. Doch, das ist dasselbe. Vielleicht ist es einfach Zeit, dass du dir das eingestehst. Ach Gott. Sollen wir die Sache abbrechen? Das ist doch sowieso das Letzte, was wir tun. Du sagst das, als wären wir schon verloren. Hast du schon mal dran gedacht, was wir machen, wenn wir hier wieder wegkommen sollten? Sollten. Schweigt. Da kommt Bernie. Wir sprechen morgen, in Ordnung? So, Madame. Wenn Sie jetzt nicht sofort in Ihre Unterkunft verschwinden. Ja, ja. Wir gehen ja schon. Okay, okay. Ich bin auf dem Weg. Kurz Pause. Das hoffe ich. Was soll ich Ihnen sagen? Ja. Okay, okay. Okay, okay. Aber bevor wir das machen... Speich mir. Und dann sehen wir uns, wenn ihr mögt, in der nächsten Folge.